Warum existiert das Universum? Wie verhalten sich Quanten? Was geschieht bei einer Supernova? Fragen, die für die moderne Forschung grundlegende Bedeutung haben. An der Heidelberger Graduiertenschule für fundamentale Physik ist man auf der Suche nach Antworten, besonders in den Gebieten der Kosmologie, Astrophysik, Teilchenphysik und der Physik komplexer Quantensysteme. Intensive Grundlagenforschung. Wodurch zeichnet sie sich aus? Die Grundlagenforschung untersucht die grundlegenden Eigenschaften der Materie, ihre Wirkungsmechanismen und Wirkungsprinzipien, insbesondere im Hinblick und mit dem Ziel, die Vorgänge in der Natur zu beschreiben und auch zu verstehen natürlich. Sie gliedert sich in Experiment und Theorie. Im Experiment untersucht man mit messtechnischen Apparaten im Labor sozusagen die Vorgänge, die in der Natur stattfinden, präpariert auch Systeme. Und in der Theorie, also der Theoretiker, nimmt eine mathematische Modellierung von physikalischen Vorgängen der Natur vor. Ein Beispiel ist der bekannte Tunneleffekt in der Quantenphysik. In der Theorie bereits vor über 70 Jahren vorhergesagt, gelingt es nun einer Gruppe junger Doktoranden und Professor Markus Oberthaler, diesen Effekt mit zuvor unerreichter Präzision zu beobachten. Ein Teilchen in einer Mulde gelangt in der klassischen Physik ohne die Zuführung von Energie nicht über eine Barriere hinweg. In der Welt der Quanten ist das anders. Jetzt ist es so, dass durch den Tunneleffekt diese Atome aber dennoch, ohne über die Barriere zu springen, auf die andere Seite kommen können, nämlich durch das Tunneln. Sie durchtunneln einfach die Barriere und so können Teilchen von dieser Mulde in die andere tunneln und wieder zurücktunneln. Das Besondere an dem Experimentaufbau von Tobias Schuster und seinen Kollegen ist, dass die jungen Wissenschaftler hier die Möglichkeit haben, einzelne Parameter zu manipulieren. Anders als bei Festkörpern können sie zum Beispiel die Anzahl der Atome und Ladungsträger in den beiden Mulden oder die Höhe der Barriere dazwischen verändern. So sind sie in der Lage, physikalische Modelle auszuloten und damit Fragestellungen der Quantenphysik zu erkunden. Mit unserem Experiment und den kalten Atomen haben wir die einzigartige Möglichkeit, diesen Tunnelprozess sowohl dynamisch als auch örtlich aufzulösen. Sprich, wir können mit normalen Linsen diese Atome zwischen den zwei Mulden, die etwa ein paar Mikrometer voneinander entfernt sind, bei dem Tunnelprozess beobachten, wie dieser stattfindet. Eins der größten Experimente weltweit ist der Large Hadron Collider, der LHC am CERN. Internationale Spitzenwissenschaftler suchen nach den elementaren Bestandteilen der Materie. Eines der vier Großexperimente ist ATLAS. Die Forscher erwarten bald, das Higgs-Teilchen zu finden, jenes Teilchen, das der Materie die Masse gibt. Die Gruppe um Professor Dr. Hans-Christian Schulz-Coulon und Professor Dr. Karl-Heinz Meyer ist maßgeblich an der Entwicklung des ATLAS-Detektor beteiligt. Eine einzigartige Chance für die jungen Doktoranden. Es sind 2000 Physiker, die beteiligt sind aus allen Ländern in Europa, Amerika und auch aus Asien. Und das ist natürlich ein interessanter Aspekt für die Doktoranden, auch aus unserer Graduiertenschule und unserer Gruppe, dass sie eben in Kontakt kommen und auch mit Kollegen aus allen Ländern zusammenarbeiten müssen, sich austauschen müssen. Das ist eine Erfahrung, die man, glaube ich, an wenigen Stellen sonst in der Ausbildung in der Universität hat, diese wirklich starke internationale Zusammenarbeit. Einige der Detektorbauelemente für ATLAS wurden hier konstruiert und getestet. Die Heidelberger Graduiertenschule für fundamentale Physik und ihre Nachwuchswissenschaftler sind fester Bestandteil des zurzeit bedeutendsten physikalischen Experiments der Welt. Die Teilchenkollisionen, die im Beschleuniger Large Hadron Collider provoziert werden, erzeugen eine unvorstellbar große Menge an Messdaten innerhalb kürzester Zeit. Am CERN werden 40 Millionen Mal pro Sekunde Proton auf Proton geschossen. Das heißt, man hat sehr viele Ereignisse und die Datenmenge, die dabei aus dem Detektor herauskommt, die ist einfach zu groß, um sie alles auf einmal wegzuschreiben. Wir untersuchen die Elektronik, die benötigt wird, um die Datenmenge, die am CERN auflaufen wird, zu reduzieren. Aber nicht nur kleinste Phänomene werden in Heidelberg erforscht, sondern auch unendlich weit entfernte kosmische Ereignisse. Dem Doktoranden Thomas Greif ist es gelungen, eine Supernova am Computer zu simulieren. Professor Dr. Ralf Klessen betreut ihn während seiner Doktorarbeit über diese Sternenexplosionen. Um die Daten verarbeiten zu können, schickt Greif sie an einen Supercomputer in Texas, der mit 1000 Prozessoren die notwendigen Rechenschritte zur Simulation durchführt. Ein aufwendiges Forschungsprojekt. Das Schöne an der Graduiertenschule ist, dass da Geld für Reisen zur Verfügung steht. Und ich fliege zweimal im Jahr nach Texas, um diese Kollaboration fortzusetzen.
Und dafür steht Geld zur Verfügung. Und ohne dieses Geld wären diese Reisen nicht möglich. Und neuen Wegen und Möglichkeiten auf der Spur zu sein, das ist es, was jeden Forscher beseelt. Die Natur gibt uns Rätsel auf und wir versuchen, diese Rätsel zu lösen. Das ist ein Spannungsfeld für sich. Natürlich ist der Forscher aber auch dadurch motiviert, dass er eventuell große Entdeckungen machen kann. Neues Denken, das Unerwartete erwarten und dadurch grundlegende Erkenntnisse zu anwendungsreifen Technologien entwickeln. Das ist die weitreichende Perspektive der Graduiertenschule für Fundamentale Physik in Heidelberg.